So, auf Horst Battaglia angekommen. Schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Reise zum Fort. Gleite über die Schiene. Ja, sollten wir hinkriegen. Was? Verdammt! Habe ich kein Jetpack? Ich kann gar nicht. Moment. Das war doch L1. Ich hab keinen Treibstoff in meinen. Das war blöd. Darüber komme ich nicht geglitten. Oder? So, hier sind die. Okay. Ach, da habe ich keinen. Okay, versuche ich einfach mal mit dem Helikopter. Boah, geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt mit meinem Jetpack hier gut fliegen kann. Anrückende Gegner geortet. Sollen sie kommen, die Gegner? Weg mit euch. Was war hier alles? Ich empfange ein Infobot-Signal in diesem Sektor. Vielleicht sollten wir das untersuchen. Das wäre eine Idee, Clank. Jo. Du kommst immer wieder her, weil ich so charmant bin, stimmt's? Total. Ah. Falsche Waffe. Und auch den Brenner. Hey, Brenner. Hä? Haben die mit dem letzten Update hier was geändert? Schön euch zu sehen, Jungs. Kommt, helft mir, die Stadt zu sichern. Wir helfen immer gern, des Verolux. Wow, wow, wow. Es kommt hier gerade ein bisschen viel an. Eine kurze Warnung an meine fleißigen. Achso, die gehört zu uns. Zerstörung der Fernwacht führt automatisch zur Entlassung von White Industries. Wow! Na los! Wir müssen über diese Brücke! Ja, warte mal, ich will erstmal da oben gucken. Hier kann ich auch wieder mit dem Dietrich was machen. Oder so? Ja. Und gelöst. Eine Holokarte. Und jede Menge Kisten. Also ich habe mir jetzt ja den Film angeschaut. Oh, scheiße. Und überall standen auch die Kisten rum. Das fand ich ja echt sehr gut gemacht. Die haben sogar im Film erklärt, wie es kommt, dass er so riesengroße Waffen immer wieder aus dem Nix packt. Ich meine, man hat ja generell immer so bei Spielen so diesen Logikfehler von wegen, hey, der hat ja den ganzen Kram in der Tasche, so riesen Teile und man sieht die ganze Zeit nicht. Nö, bei Ratchet und Clank im Film haben die gesagt, das ist doch ganz einfach. Du denkst einfach an die Waffe und dann teleportiert die sich in deine Hand. Fand ich eine saugeile Lösung. Das war erst, nachdem er diesen Anzug hier anhatte, was er ja im Spiel auch vorher schon konnte, bevor er den Anzug hatte. Aber trotzdem, ich fand das einfach eine ziemlich witzige Idee, diesen Twist so gut zu lösen. Generell, den Film kann man sich ganz gut anschauen. Also als Ratchet und Clank Fan sowieso, aber auch ansonsten kann man sich das ganz gerne anschauen. Ist ein sehr schöner animierter Film. Show. Ich würde sagen, wir gleiten erstmal hier über die Schienen, wenn wir hier alles aufgeräumt haben.
Was haben wir hier? Ein Feuerrad. Wow! Verdammt. Zu spät gesehen, dass ich da nochmal springen musste. Jetzt aber. Hä? Gut, dass mir nichts passiert. Aber warum macht er das nicht? Er schlug die ganze Zeit nach links und springen. Los! Ey, das kann doch nicht sein! Der springt einfach nur in der Luft. So, jetzt aber. Und dadurch. Ah, nein, zu früh gesprungen. Ich schaff das noch. Und drüber. Ich glaube, ich muss da nicht nur einfach bewegen mit dem Cursor, sondern... Ups. Aha. Verdammt, wieder zu früh gesprungen. Und ich muss tatsächlich darauf drücken. Nein! Jetzt habe ich schon gedrückt. So. Und dadurch. Und jetzt kommen wir. Ja, geht doch. Show. Easy. Ah, nein, nein, nein. Boah. Jetzt aber. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Mann. Nerviges Zeug. Vielleicht kriege ich einen Drehwurm. Hui. Boah. Ich wieder abschmieren. Bin ich so weit gekommen? Die Blark nähern sich der Sternwacht. Wir könnten wirklich deine Hilfe brauchen. Ah! Wir sind fast da, Cora. Haltet sie auf, solange ihr könnt. Hab ich so gerade noch geschafft, wa? Und drüber. Weg damit. Höp. Achso. War ein Ende. Ich habe schon gedacht, ich müsste jetzt irgendwie drüber drunter springen oder sowas. Oh. Hey. Was haben wir hier? Oh, oh. Oh. Puh. Hey Ratchet, Grimm hier. Hab deine Abenteuer verfolgt und freue mich wirklich sehr für dich. Hör mal, vielleicht habe ich es dir ja schon erzählt. Ich habe einen Bruder auf Pokitaro. Sein Name ist Felton. Wir reden selten, weil er nämlich ein ziemlicher Faulpelz ist. Aber heute früh ist ein Notruf von ihm eingegangen. Er sagt, Drak hat Pokitaro mit diesen Hydro-Ernter-Dingern angegriffen. Die Blark wollen wohl das Wasser ihres Ozeans. Ich wollte die Schutztruppen rufen, aber Captain Quark verwies mich bloß an seinen Agenten. Könntest du bei Gelegenheit mal bei ihm vorbeischauen, ob alles okay ist? Danke, Kleiner. Ich bin stolz auf dich. Klar. Für Freunde machen wir doch alles. Warte, wir haben jetzt die ganzen Schlitten-Dings nur gemacht, um den Infobot zu finden. Naja. Warum hat er den unbedingt hier hingesetzt? Cora braucht unsere Hilfe. Wir müssen in die Stadt und den Schutztruppen helfen, die Sternwacht zu schützen. Ja, Clank. Aber wir dürfen unsere Freunde auch nicht vergessen. Jo. Haben wir hier alles? Ich denke doch. Ich glaube, bei den Schienen-Dingsbums. Sie kommen aus dem Schnee. Haltet ihn von der Boltkurbel fern. Ach, Ruhe hier. Wieso sind sie noch nicht erledigt? Muss ich ein Exempel an einem von euch statuieren, damit ihr begreift, wie ernst die Lage ist? Hängt euch nicht. Verdammt. Wir sind aber echt hartnäckig. Aber was ich noch sagen wollte, ich bin ja einer, der hier immer sehr viel mit den Omnischlüssel rumhaut. Wo kommt das denn her? Im Film habe ich den so ein bisschen vermisst. Das sieht mir nach Schmelzgranate aus. Jo. Der wurde zwar auch im Film benutzt, aber irgendwie nicht so viel
wie ich es jetzt so im Spiel mache. Aber okay. Vielleicht bin ich auch mit einer der wenigen. Aua, die so viel mit den Omni-Schlüsseln machen. Wo ist der Kerl? Ich habe ihn gerade gesehen. Da ist er. Jetzt habe ich ihn. Wieder Holo-Karten. Brenner. Moment. Ach, hier kann ich noch. Hier gibt's noch mehr. Wir müssen die Brücke ausfahren. Spring auf die Bootkurbel. Aha. Kannst du die Blechbüchse sehen? Fein. Jetzt habe ich erst geschnallt. Wo die ganzen anderen Waffen sind. Ich stehe direkt neben dir. Wenn ich ihn sehen könnte, könntest du ihn nicht auch sehen? Weißt du, ich bin erst einen Tag alt und kann wirklich auf Beurteilungen verzichten. Ah ja. Ups. Ja, mal die hier. Hauptsache, sie steht die ganze Zeit nur daneben, ne? Ja, ich sehe das schon. Ah! Hier sind ja noch mehr von den Typen. Vielleicht finde ich da hinten irgendwo Nanotech. Hier in den Kisten. Nee. Da war nix. Oh, verdammt. Ich vermute, Eis ist kein natürlicher Lombax-Lebensraum. Aua! Sehr witzig. Boah, erwischt. Nur noch zwei Leben. Nanotech. Ich brauch Nanotech. Ha? Ich dachte, er wäre tot. Jetzt bin ich tot. Armer Ratchet. Wir müssen die Brücke aus. Fahren, spring auf die Bootkurbel. Kannst du die Blechbüchse sinken? Galaktischen Schutztruppen erkannt. So. Ihr Mistkerle. Lasst mich in Ruhe. Das ist keine Blendgranaten mehr. Da kommen immer mehr von den Typen. Deswegen habe ich schon gewundert. Hier, dahin. Nehmen wir mal ihn noch dazu. Und den Brenner. So. Sei gegrüßt, Engel, das bald tot sein wird. Nicht dazu komme ich unbedingt. Hä? Hat dich niemand von Mr. Zuckern gewarnt? Ja, Mr. Zuckern, mach du mal. Der war ja im Film auch echt geil, Mr. Zuckern. Hey. Wo sind die? Gegner gesichtet. Ja, dann macht ihr doch platt, Mädel. Aua. Mann, das tut doch weh. Hört auf mit der Scheiße. So. Das ist ja Nummer 1. So, machen wir das auf hier. Gut gemacht. Los, zur Sternwacht geht's hier lang. Ja, Sprücheklopferin. Da oben drauf rumstehen. Die schicken ein Panzer! Wird die Sternwacht nicht gestürzt, ist unsere Bewegungsfreiheit in diesem Sektor stark eingeschränkt. Verdammt.
Jetzt habe ich keine Granate. Wow. Nehmen wir erstmal ein bisschen Zokorn. Ja, versuchen wir mal die Waffe hier. Verdammt! Ja, frag mich mal. Mr. Zucker will vernichten. Erledigt. Gut geschossen. Ich wette, sowas konntest du auf Felden nie tun. Ah, jetzt ist hier offen. Komm schon, Leute. Immer weiter. So. Irgendwie bin ich kein Fan von dem Ding. Immer wieder den Brenner. Leben! Aber hier irgendwas versteckt? Irgendwie einen Golden Bolt oder so? Ja! Haha! Habe ich es mir doch gedacht. Sechs von 28. Da fehlen noch ein paar. Aber es war irgendwie so naheliegend, dass hier noch was ist. Mach auf. Ah, hier steht ja wieder doof rum. Yay. Wow, die Verstärkung ist da. An die Arbeit. Autsch, autsch, autsch. Sollte vielleicht noch mal so ein Ding mit reinschmeißen. Den platt. So. Oh nee. Übertreibt man nicht. Wow. Der hat mich auch volle Möhre getroffen. Nochmal Mr. Zuckern. Oh. Verdammt. Ich fliege eher von dem blöden Panzer gerade. Ne. Komm her. Ah! Hat doch voll über mich drüber geschossen. Keine Munition mehr. Oh oh. Oh je, ein Leben. Irgendwo muss hier noch Nanotech sein. Da ist Nanotech. So, den Panzer machen wir platt. Na komm doch her. Das ist der blöde Panzer, Alter. Ja, da ist noch ein so ein Typi. Hält auch ein bisschen viel aus, dieser blöde Panzer. Jetzt haben wir ihn. Na komm her. Ah! An alle Truppen,
Laut Personalabteilung kann ich euch weder feuern noch eliminieren, wenn ihr beim Vernichten der galaktischen Schutztruppen versagt. Also führen der Vorstand und ich einen kleinen Mitarbeiterbonus ein. Der Blag, der den galaktischen Schutztruppen ein Ende bereitet, erhält eine All-Inclusive-Reise zum dritten Halabash-Ring. Partys, Dinnerkreuzfahrten durch den Orbit. Angeblich gibt es dort sogar Kochkurse. Cool, Kochkurse. Warum hat sie ein Jackpack?